Moin, liebe Gartenfreunde. Herzlich willkommen. Boah, das schmeckt richtig lecker. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was das ist. Ich habe für euch die essbaren Blütenmischung von der Firma Neudorf angebaut. Das sind 6 verschiedene Arten Wildkräuter. Und die sind sogar samenfest. Ich lese euch mal vor, was wir alles in dieser Samenmischung drin haben. Einmal Gewürztagetes, Borretsch, Ringelblume, Kornblume, Schabziger Klee und wildes Stiefmütterchen. Ich habe für euch einige schon im April ausgesät und die Fläche zeige ich euch jetzt, wie es aussieht. Also seid gespannt. So, und jetzt pflücken wir uns ein paar Blüten ab. Einmal hier eine Borretschblüte. Die legen wir drauf. Dann eine von der Kornblume. Hier noch ein paar Blütenblätter von der Ringelblume. Und noch ein paar Blüten vom Klee. Sieht das nicht klasse aus? Ich krieg davon nicht genug. Einfach lecker. Zwei Samentüten sind in dieser Packung drinne. Mit jeweils 2 Gramm. Wie gesagt, die einen habe ich im April ausgesät und die anderen sehe ich jetzt heute mit euch aus. Das zeige ich euch jetzt, also seid gespannt. Die essbaren Blüten, die eignen sich jetzt nicht nur einfach fürs Brot, sondern auch für einen einfachen Salat oder die Tischdeko. Man kann sie trocknen oder frisch verzehren, also super, super lecker. Kann ich nur empfehlen. Köstlich. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht selber essbare Blüten anbauen wollt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben. Viel Spaß beim selber Anbauen von essbaren Blüten. Ich kann sie nur empfehlen. Super lecker und dekorativ zudem. Junge.